Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler begreifen kaum, was sie überhaupt tun müssen. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Rühren. Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre Angst in Ihnen. Furcht und Zweifel. Die Reaper gewinnen. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In ihren Zellen, ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnungen. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging, und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Wir haben jetzt Ihre Pläne für das Gerät. Wir werden es bauen. Gerät? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator? Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Bei unserem Kampf gegen die Reaper war bisher nichts so schablonenhaft. Denn Sie haben die Hoffnung, dass Ihre Ehre bei Kriegsende noch intakt ist. In der Tat. Fragen Sie mal in der Asche einer Billion Seelen die Geister, ob Ehre etwas zählt.
Ihr Schweigen reicht als Antwort. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Gerät helfen? Nein. Es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit Ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Tja, gut. Das ist also unser neuer Verbündeter, unser neues Teammitglied, Commander Jarvik, der letzte lebende Proteaner. Und das ist auch das erste Mal, dass wir überhaupt, ich weiß nicht, warum das Spiel gerade hängt, aber ich werde es gleich mal wegdrücken. Aber den Moment kann ich ja mal nutzen, um zu reden. Das ist auch das erste Mal überhaupt, dass wir die Proteaner eigentlich richtig sehen, denn bisher konnten wir nur die Kollektoren, die ja doch ein kleines bisschen anders aussehen, weil sie eben indoktrinierte Proteaner sind. Wir haben gesehen, die Proteaner haben auch gegen die Kollektoren kämpfen müssen, gegen ihre eigenen Leute sozusagen, die schon indoktriniert waren. Und wir haben gesehen, naja, eigentlich war es ein hoffnungsloser Kampf, den er geführt hat. Dass wir nun gerade den Soldaten unter den Soldaten erwischen, den Avatar des Zorns und der Rache, das ist natürlich wahrscheinlich nicht das, was Liara erwartet hat und wahrscheinlich auch nicht das, was Admiral Hackett sich erhofft hat, weil man doch wahrscheinlich sich gewünscht hat, dass man da ein bisschen Hilfe beim Bau der Röhre kriegen kann. Stattdessen haben wir jetzt einen guten Kämpfer mit bei uns, der auch biotische Fähigkeiten besitzt, denn die waren natürlich noch ein bisschen fortschrittlicher als die Asari und haben noch stärkere biotische Fähigkeiten, aber auf eine andere Art und Weise. Und die wollen wir natürlich nutzen und ich werde Jarvik, glaube ich, auch das ein oder andere Mal mitnehmen. Das war mir wichtig, das jetzt gleich am Anfang zu machen, denn ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man einen Proteaner dann noch mit im Team hier drin hat. Fand ich schon eine schöne Sache, das DLC, also dass man den dann mit dabei hat. Und er ist jetzt auch auf dem Schiff, wir können immer mal mit ihm reden und wir haben schon gesehen, die Gespräche mit ihm, naja, die sind ein bisschen anders und vielleicht auch ein bisschen horizonterweiternd. Mal schauen. Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über ein Dutzend Artikel über ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Tja, Liara ist ja ein kleines Fangirl, was die Proteaner angeht, aber ich glaube, sie wird einen kleinen Kulturschock erleben, wenn sie dann jetzt mit Jarvik redet und wird feststellen, ganz so cool ist es doch nicht, wie sie sich das gedacht hatte. Wir kennen keine andere Spezies mit ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben, war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. Langsam beginne ich, die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten. Die Sender konnten sich das alles merken. Dinge wie die Reaper-Invasion. Ja. Ich spüre noch ihre Verwirrung, als sie Zeuge der Vernichtung unseres Reichs wurden. Ihr Sein hat sich an diesem Tag für immer verändert. Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte, er war stark, gewalttätig. Ich bin beeindruckt. Sein Name war Grant. Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Es ist schon erstaunlich, was der alles rauslesen kann. Also wir wissen jetzt auch, in welcher Kammer er sich befindet. Er ist in der Backbord-Frachtraum, glaube ich, ne? Backbord-Frachtraum? Ich weiß es gar nicht. Ist das Backbord-Frachtraum gewesen? Ich glaube, es war der Steuerbord-Frachtraum. Egal. Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch?
Es tut mir leid. Das Studium ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Tja, Liara ist halt noch extrem enthusiastisch, aber das trifft auf einen ungünstigen Gegenpart, was das angeht. Denn, naja, Jarvik ist halt unglaublich verbittert. Er ist eigentlich sein ganzes Leben über mit Verbitterung aufgewachsen. Und das ist eine schlechte Kombination. Ich glaube, das wird nicht sehr erfüllend für Liara werden. Wie war ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass Sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn Sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Tja, denn wir haben schon vorher festgestellt, ein Riesenreich kann man nicht einfach nur mit Freundlichkeit führen. Das muss auch irgendwo mit Unterdrückung zu tun haben. Heißt das, Sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht, alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metacon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. Tja, denn die Reaper, das werden wir noch feststellen, inwiefern die Reaper denn richtige Maschinen sind. Beziehungsweise was für Maschinen sie sind, es ist ja auch noch unklar, wo sie eigentlich herkommen, wer sie eigentlich gebaut hat, diese Maschinen, die Reaper. Das wird sich alles noch klären und es ist halt ein ganz anderer Weg, den die Proteaner genommen haben, ne? Also die Kulturen des jetzigen Zyklus, die haben halt mehr auf die Vielfalt gesetzt, was auch durchaus erfolgversprechend sein kann, denn die Vielfalt ermöglicht natürlich verschiedene Sichtweisen und verschiedene Stärken auch auszunutzen der einzelnen Völker. So zum Beispiel bei den Salarianern, dass sie unglaublich gute Wissenschaftler sind. Bei den Kroganern wiederum, dass sie Frontschweine sind, die alles wegrotzen, was ihnen in den Weg kommt und so weiter. Und die Proteaner haben wiederum den anderen Weg gewählt, dass sie alles geeint haben und dadurch zwar stärker waren, wahrscheinlicherweise aber ein bisschen limitierter in ihrer Vielfalt sozusagen. Wobei sie natürlich schon viel weiter entwickelt waren, also das gleicht es dann wahrscheinlich wieder aus. Aber es sind halt zwei verschiedene Wege, die beide möglich sind. Mir persönlich gefällt der des jetzigen Zyklus weitaus besser als die Unterdrückung. Kann man sich vorstellen. Nach allem, was ich schon in den Let's Plays von Mass Effect 1 und 2 erzählt habe, ist es wahrscheinlich nicht weiter überraschend, dass ich nicht so ein Freund von Unterdrückung bin. Auf Eden Prime sah es aus, als gäbe es weitere Stase-Kapseln. Was ist geschehen? Das Reich war gefallen. Unser Zyklus verloren. Wir waren die letzten Frontkämpfer, die besten noch lebenden Soldaten. Es hätten also mehr von Ihnen diesen Zyklus erleben sollen? Ja. Unter meiner Führung hätte sich ein neues Proteanerreich erhoben. Wir hätten die Völker ihrer Zeit beherrscht und sie auf die nächste Reaper-Invasion vorbereitet. Aber Verräter in unseren Reihen, indoktrinierte Agenten, haben den Reapern unseren Plan mitgeteilt. Tja. Nur so aus Neugier. Wie hätten sie uns beherrscht? Wir hätten ihnen keine Wahl gelassen, als sich uns anzuschließen oder die Reaper allein zu bekämpfen. Wir haben zahlreiche proteanische Ruinen gefunden. Haben sie unsere Vorfahren überwacht? Wir haben vor dem Krieg Spezies mit Potenzial kultiviert und sie hätten irgendwann die Chance bekommen, sich dem Reich anzuschließen. Aber als die Reaper angriffen, haben wir damit aufgehört. In der Hoffnung, sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Hat funktioniert. Nun dann, danke. Glaube ich.
An dem Punkt haben sie die Logik der Reaper mal ganz gut verstanden, denn es ist tatsächlich so, dass immer bloß die Kulturen, die schon ein bisschen weiterentwickelt waren, abgeerntet wurden. Deswegen leben die Menschen und die Asari und so weiter noch. Und natürlich wurden die Menschen und auch die anderen Völker, die jetzt ihre Blüte haben, überwacht. Denn wir haben ja schon im ersten Teil festgestellt, bei dem proteanischen Relikt, das wir gefunden haben, dass darin die Erinnerung an Urmenschen gesteckt hat. Und das ist ja im Prinzip genau das, was Javik gesagt hat, dass sie in Gegenstände die Erinnerungen reingepflanzt haben und bei Berührung erhält man die dann sozusagen. Und genau das ist ja damals mit Shepard passiert. Wir haben ja da von der Konsortin auf der Citadel ein Amulett, glaube ich, bekommen und das haben wir ja dann in eine proteanische Ruine eingesetzt, in ein proteanisches Artefakt, das wir auf einem Planeten gefunden haben. Irgendwann in Mass Effect 1, gegen Ende des Let's Plays war das, glaube ich. Und da hatten wir dann die Erinnerung in die Steinzeit zurückversetzt. So, was haben wir denn noch? Proteaner Gerät. Darüber weiß er ja leider nichts, weil er eben kein Wissenschaftler ist. Können Sie uns noch etwas mehr über das Gerät erzählen, das Ihr Volk bauen wollte? Wir haben nur Gerüchte gehört. Es hieß, unsere Wissenschaftler würden eine große Maschine konstruieren, die Reaper besiegen könne. Sie haben sie nie gesehen? Zu dem Zeitpunkt war das Reich bereits zerschlagen. Niemand wusste, was die anderen machten. Wenn wir es nicht bald beenden, ergeht es uns genauso. Tja, die einzelnen Gruppen waren eben zersplittert und konnten nicht mehr untereinander kommunizieren. Zumindest nicht mehr richtig. Und wir haben das ja auch damals mit Eilos gehabt. Die waren ja auch isoliert gewesen, die Wissenschaftler auf Eilos, ne? Also da ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass er nichts darüber weiß. Selbst wenn er Wissenschaftler wäre, muss er nicht damit drin gesteckt haben. Denn es waren eben einzelne zersplitterte Zellen bloß noch. Was können Sie uns über Ihren Krieg gegen die Reaper sagen? Viele Details gingen verloren. Der Konflikt dauerte Jahrhunderte. Die zu Beginn gegen die Reaper gekämpft hatten, waren bei meiner Geburt längst tot. Aber es gab Gedächtnisscherben, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wurden und uns Fragmente der Ereignisse zeigten. So wie wir eine hier haben. Vor einigen Jahren fanden wir auf dem Planeten Ilos eine Proteaner-VI, die sich Vigil nannte, der Verwalter eines Forschungsprojekts. Zu meiner Zeit war Ilos nur ein Gerücht. Es hieß, wir hätten Städte dort, errichtet auf den Ruinen einer alten Zivilisation, der Inus-Sanon. Falls wir dort wirklich eine Forschungsanlage hatten, war ihr Projekt streng geheim. Ja, Vigil sagte, sie hätten sich aus sämtlichen Aufzeichnungen gelöscht, damit die Reaper sie nicht finden konnten. Und dann gingen die Wissenschaftler in Kryostase. Es gibt noch mehr Überlebende? Nein, aber sie verhinderten, dass die Reaper in diesem Zyklus die Citadel übernahm und haben die Invasion verzögert. Ich habe die Citadel nie gesehen. Sie fiel lange vor meiner Geburt. Die Möglichkeit wirst du bekommen, dorthin zu kommen. Wie hat Ihr Volk gegen die Reaper Krieg geführt? Zermürbungstaktik. System für System, Planet für Planet, Stadt für Stadt. Ganze Welten wurden geopfert, nur um die Reaper auszubremsen. Während sie eine Population ernteten, konnten wir uns neu formieren. Konnten sie das langfristig durchhalten? Nein. Unser eigenes Volk wurde indoktriniert, konvertiert und wandte sich gegen uns. Aber wir hatten keine Wahl. Gnade ist keine Waffe, nur eine Schwäche. Sagt der Vertreter der Rache eines Volkes, das nur von Unterdrückung gelebt hat letztendlich, ne? Warum hat Ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte ihre einzige Hoffnung sein. Das meinte ich vorhin mit den verschiedenen Wegen, die es gibt. Er hat eben den Weg der Stärke, die Proteaner haben eben den Weg der Stärke gehabt, waren aber eben limitiert und genau das ist ihnen zum Verhängnis geworden. So, damit müssten wir jetzt aber eigentlich alles soweit gefragt haben. Wir haben einen kleinen Einblick in den Krieg der Proteaner gegen die Reaper bekommen und haben festgestellt, dass die Proteaner vielleicht ein bisschen anders waren, als sich das so mancher hier vorgestellt hat, auch auf dem Schiff. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was?
dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Schön. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Aber ich muss mich noch erholen. Der Schock sitzt ziemlich tief. Ich verstehe. Das muss eine erstaunliche Erfahrung sein. Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben, Javik. Ich finde diesen Satz so schön. Sie haben Fliegen gefressen. So völlig unverständlich. Das Partikelgewehr haben wir bekommen. Oh, da muss ich dann gleich mal schauen gehen. Das ist, glaube ich, das Ding, das wir in dem Flashback gesehen haben, das die Proteaner da benutzt haben. So, und damit haben wir jetzt Javik hier unten, da wo damals Grunt war. Und Javik wird hier stehen bleiben und hier immer mal für Gespräche zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, jetzt erstmal wird es noch nichts geben, ne? So viel ist verloren. So viel hat sich verändert. Aber die Reaper sind immer noch hier. Genau, erstmal gibt's nichts weiter. Für mich war es erst gestern. Unser Reich umspannte die Galaxie. Jetzt sind wir nur noch ein Mythos. So wie zu eurer Zeit die Inusanon nur noch ein Mythos waren. Es ist mit jeder Zivilisation, mit jeder Hochkultur, mit jedem Zyklus immer wieder dasselbe gewesen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ziemlicher Schock ist, wenn man dann hier ankommt und alles anders ist. Und man wirklich der Einzige seiner Art ist und weiß, man hat eigentlich gar keine Zukunft. Commander? Okay, bei Adams gibt's nichts Neues. So, dann gehen wir mal wieder nach oben und ich werde gleich nochmal eine kurze Pause machen und dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dem Turianer-Primarchen. Das war ja unsere erste Hauptaufgabe. Bis gleich.